Willkommen Leute zu Folge 13 der Freiburg-Karriere. Hoffen wir mal, dass die Zahl 13 uns nicht Unglück bringt, weil wir wollen in dieser Folge natürlich sehr viele Spiele gewinnen. Im besten Fall natürlich alle. Nachdem es der letzte Folge nicht so lief beim Selbstspielen, soll es diese Folge besser werden. Angefangen jetzt hier im Pokal gegen Unteraching, wo die komplette B11 spielen wird. Also, ich kann es mal kurz zeigen. Hier, ja genau, die komplette B11 darf tatsächlich spielen, weil die auch alle sehr erschöpft waren, tatsächlich, weil wir ja 2 Tage vorher gegen Schalke gespielt haben. Und ja, mal gucken, ob die jetzt hier uns eine Runde weiterbringen können. Keitel durch zu Adamu, der kommt zum Schuss und Adamu gleich mit dem 1:0. Nach nicht einmal 7 Minuten sind wir hier schon in Führung. So schnell kann das gehen. Der Backup-Stürmer bringt uns hier in Führung. So, hier der Pass von Keitel schön auf Adamu und der dann frei vom Keeper. Keine Chance mehr für den Torwart, da irgendwas zu machen. Und schon sind wir in Führung. So, gibt es eine Ecke für Unteraching. Knapp 10 Minuten gespielt. Ball kommt rein und geht raus auf Weißhaupt, der da Probleme hat, den Ball anzunehmen. Verliert den dann wieder. Schuss, aber Müller hat den. So, gibt es wieder einen Eckball für Haching. 22. Minute, Ball kommt rein, dieses Mal etwas besser geklärt von uns auf Weißhaupt. So, der bleibt da dieses Mal auch am Ball so und hat jetzt hier die Chance zu kontern. Ja, wird dann da auch relativ wenig angegriffen. Passt dann in die Mitte zu Röhl, der nicht mit dem Tor, da kommen wir dann nicht nochmal ran. Oh, das wäre es jetzt gewesen, wenn wir da irgendwie den Abpraller noch bekommen hätten. Röhl wieder hier durch auf Adamu, der kommt nicht ran, Weißhaupt mit dem Schuss, aber auch dessen Schuss wird geblockt. Ha, Mann ey, das hätte hier eigentlich fast schon das 2:0 langsam verdient für uns, weil, ja, wir vergeben hier wieder Chance um Chance und die Hachinger kommen dann wieder mit irgendeinem dummen Ball nach vorne, machen dann das Tor und machen dann den Ausgleich und wir gucken wie immer blöd. So, geben wir jetzt kurz vor der Pause nochmal einen Eckball für die Hachinger, Ball kommt rein, geklärt, na wohl, da war eigentlich so keiner wirklich dran, aber oh, Müller jetzt mit der Parade, so beinahe hätte er da nochmal einen Abpraller den Hachingern gegeben, aber der hat er ihn am Nachfassen zum Glück doch, ja, wir bis jetzt mit mehr erwarteten Toren hatten aber auch nicht viel mehr als dieses eine Tor verdient, Haching zwar mit mehr Schüssen, aber die waren jetzt auch nicht so gut, also ein Schuss mehr, aber nicht mal die Hälfte der erwarteten Tore von uns. Und ja, mal gucken, wie es jetzt hier im zweiten Durchgang weitergeht. Wir müssen jetzt definitiv nachlegen, weil ja, gegen die KI kann immer was passieren. Und vielleicht bringe ich sogar gleich mal noch den ein oder anderen Stammspieler rein, um hier die Chancen etwas zu erhöhen für uns. Jetzt kommt hier aber erstmal Haching und dann boah, Müller mit der Parade. Gibt jetzt hier eine Ecke. Ball kommt rein, aber den hat dann der Keeper. So, Röhl bedient hier schön Weißhaupt, der zieht nochmal in die Mitte, oh, und dann, also dass der Keeper den Ball nicht festgehalten hat, auch komisch, weil der war echt nicht stark geschossen von Weißhaupt, aber das müsste eigentlich hier schon das 2:0 sein. Jetzt hier Dingchi auf Barkok, der nimmt unten nochmal Weißhaupt mit, der wird den Ball in die Mitte, der wird dann geblockt, aber kommen wir ja nicht nochmal ran, Röhl gewinnt da nicht das Kopfballduell, aber jetzt vielleicht, jawohl, Adamu. Adamu, Pass in die Mitte, der ist gut und dann ist es nicht das Tor, aber Ball ist nicht drin. Was macht Barkok da? Ich wollte einfach nur eine Ballrolle machen und der haut den Ball da weg. Och Mann, ey. So, jetzt Dingchi hier über den rechten Flügel. Pass in die Mitte, der ist gut auf Barkok, der liegt nochmal, aber auf Weißhaupt und der jetzt mit dem 2:0. Na endlich. Boah, hätten die jetzt wirklich so lange warten müssen. Mann, ey, hier der Pass auf Weißhaupt und der nimmt den dann schön an und, oder nimmt ihr besser direkt nicht, dann legt er sich da nochmal in die Luft vor und dann, ja, keine Chance mehr für den Keeper und schon steht es hier 2:0. Das gibt uns jetzt hier ein bisschen Sicherheit und ja, das sollte uns jetzt hier schon deutlich näher oder sehr, sehr nah an den Sieg bringen. So, Adamu jetzt hier mit dem Ball auf Barkok, ja, der kommt dann sogar am Verteidiger vorbei, legt nochmal ab auf Röhl und der trifft nur den Pfosten, der war aber auch abgefälscht, der Ball, der wäre sonst gar nicht so gefährlich geworden. Der Verteidiger macht den nochmal so gefährlich. So, Weißhaupt auf Dingchi, das war mehr ein Torschuss als eine Flanke. Jetzt kommt der Ball hier nochmal durch ins Ohr, schießt doch. Mann, ey, damit nicht das Tor, das wäre echt gefährlich geworden, wenn
da der Spieler da zum Schuss kommt. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Jetzt kommt er aber nochmal unter Haching. Nach vorne abgelegt. Obwohl, dann haben wir den Ball so. Und jetzt hier vielleicht der schnelle Konter. Keitel auf Dingchi. Und der hat Platz und Tempo. Sehr schön. Dingchi macht selbst, aber legt sich den Ball zu weit vor. Da wollte ich gerade schießen, da legt er sich den Ball zu weit vor. Mann, ey. Wir müssen wirklich in der Offensive anfangen, das Ganze ein bisschen besser auszuspielen, weil wir haben so viele Chancen und treffen nicht. Jetzt Röhl hier nochmal. Gut, der Schuss war ein bisschen bescheiden. Da hätte auch noch ein bisschen mehr Tempo oder Power reingehört. Aber ja, wie gesagt, wir müssen einfach anfangen, unsere Angriffe deutlich besser auszuspielen. Aber gut, das erzähle ich so ziemlich seit der ersten Folge dieser Karriere gefühlt. Jetzt Adamu auf Barkok, ja, der kann sich dann da nicht um den Verteidiger drehen und dann haben die Hachinger den Ball. Und jetzt ist das Spiel aus. Ja, dann gewinnen wir 2:0 mit unserer B11 und am Ende hätten wir es, glaube ich, noch deutlich, deutlich klarer machen können. Ein Tor hätten wir noch mindestens machen können. Ja, dass die kein Tor machen, die Hachinger, ist dann auch verdient mit 0,7 erwarteten Tore. Vielleicht ein Tor hätten sie sich verdient, aber am Ende soll es uns egal sein. Wir sind eine Runde weiter. So, und jetzt 2 Tage später geht schon weiter in der Liga gegen die Nullpunkte Frankfurter. Da die Mannschaft ausgeruht ist, kann zum Glück die komplette erste Elf spielen. Mal gucken, sieht man hier irgendwas bei den Frankfurtern? Ja, die sehen aber auch alle sehr ausgeruht aus. Also die werden vermutlich auch etwas rotiert haben, denke ich mal. Und ich habe mich entschieden, wir werden dieses Spiel jetzt doch in den Höhepunkten spielen. Lief ja letzte Folge gegen Leverkusen eigentlich ganz gut in den Höhepunkten. Mal gucken, ob das heute auch so gut läuft. So, und da sind wir auch schon. Zu Hause dürfen wir dieses Spiel bestreiten. Mal gucken, ob wir hier wieder mit 2 Elfmetern dann hier durchkommen. Jetzt gibt es aber erstmal die erste Chance für uns. Da ist Grifo auf Außen auch relativ frei. Jawohl. So, über die linke Seite. Jetzt hier der Ball in die Mitte. Ja, nee, der wird nichts. Aber da Dorn kommt dann nicht an den zweiten Ball. Jetzt die nächste Chance. Diesmal sogar etwas mehr Platz für uns, aber wir mit mehr Highlights bis jetzt, zumindest so in den ersten paar Minuten. Ich hoffe, das geht so weiter. Oh, da wollte ich gerade passen. Mann, jetzt aber Gelegenheit für Frankfurt zu einer Flanke. Der Ball kommt da links außen. Passen die Mitte auf Boré. Der zu Metscher. Da hätten wir fast durchlaufen können. Liegt nochmal ab und dann ist das 1-0. Oh Mann, ey, damit sind wir jetzt hier schon 1-0 hinten nach einer Viertelstunde. Gibt jetzt eine Ecke für uns. 19. Minute, gibt aber deutlich mehr Highlights als letzte Folge gegen Leverkusen. Da war das ja relativ schnell vorbei. Hier ein paar mehr Highlights. Jetzt hier Nonto mit dem Ball in die Mitte. Der ist gut, aber dann kommt der nicht ganz genau zu einem unserer Spieler. Und dann, ja doch, wir behalten den Ball sogar. Ich wollte schon sagen, die Chance ist vorbei, aber nee, wir sind noch im Ballbesitz. Und Grifo heute definitiv zu langsam. Also der, ja, weiß ich nicht, was der da immer so lange braucht, bis er endlich mal einen Pass spielt. Gibt jetzt eine Ecke für Frankfurt. 52. Minute, auch kurz ausgeführt. Bringt den Ball vor den Strafraum zu Max, der zu Boré. Jetzt Pacho. Ja, und dann hatten wir da fast den Ball. Jetzt kommt der Ball durch. Die machen das 2-0. Oh, Matcher mit dem 2:0 in der 52. Minute. Ja, wir haben Schalke schon den ersten Saisonsieg geschenkt. Ich fürchte, wir werden jetzt auch Frankfurt den ersten Saisonsieg schenken. Die sind jetzt schon in der 67. Minute, gibt die nächste Ecke für die. Wieder kurz ausgeführt auf Haidara. Mit einer Doppelpack mit Garcia. Jetzt aufpassen, aber dann zumindest geblockt.
gibt jetzt einen Elfmeter für uns, 80. Minute. Das könnte jetzt hier vielleicht nochmal spannend werden, wenn wir den reinmachen. Grifo hat im letzten Spiel verschossen. Nonto hat getroffen, deswegen darf der jetzt auch wieder. Und ich gehe auch wieder auf die Ecke und es ist das 1:2. Ja, es ist das Spiel leider aus, damit verlieren wir 2:1 gegen die Frankfurter. Vielleicht eine Chance wäre noch ganz cool gewesen für uns, dann hätten wir das machen können. Aber ja, so wurde das leider nichts. Damit schenken wir jetzt den Frankfurtern den ersten Saisonsieg. Ja, bei unserem nächsten Gegner sieht es relativ ähnlich aus, wie es bei Frankfurt aussah vor dem Spiel gegen uns. Die haben nur einen Punkt. Und ja, mal gucken, ob wir denen jetzt auch den ersten Sieg schenken oder ob wir endlich mal gegen eine Mannschaft von unten auch gewinnen können. Und nein, wir spielen 1:1, obwohl wir eigentlich deutlich besser waren. Also da hatten wir jetzt auch wieder eine Menge Pech in diesem Spiel, dass wir bei der Statistik nicht gewinnen. Ja, also bis auf das Pokalspiel läuft es in dieser Folge noch nicht so rund. So, ich habe jetzt mal wieder bei den Coaches reingeschaut. Ich habe noch ein paar verpflichtet, vor allem für die Verteidigung habe ich ein paar verpflichtet, damit die da auch ein bisschen nach oben kommen, weil ich dachte mir, wir haben eh so viel Budget noch übrig und die kosten ja gefühlt eh nichts. Ja, wir haben immer noch 10 Millionen, deswegen können wir da auch mal ein bisschen rein investieren. So, jetzt sind wir beim letzten simulierten Spiel für diese Folge. Es geht gegen die Kölner, die haben ungefähr so viele Punkte wie wir und es gibt auch wieder nur ein Unentschieden, dieses Mal aber relativ verdient bei der Statistik, wenn ich mir die so anschaue, ist wirklich fast alles sehr ausgeglichen. So, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, nach 8 Spieltagen, ungefähr ein Viertel der Saison ist gespielt. Wir sind im Moment 12., 9 Punkte, aber sehr nah an den internationalen Plätzen dran. Also sind hier 4 Punkte, tatsächlich nur auf den Champions League Platz, der ja als Ziel ausgegeben ist. Da bin ich mir aber noch relativ unsicher, ob wir das wirklich schaffen mit der Champions League. Und ja, jetzt geht es gegen Union, die sind mittendrin auf den Europacup Plätzen, bedeuten Sieg, wäre verdammt wichtig. Aber ja, bis jetzt läuft es noch relativ durchwachsen. Wenn man das Spiel gegen Haching mitnimmt im Pokal, haben wir 3 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Also das ist, glaube ich, wirklich die Definition von durchwachsen. Immerhin bei den Jugendspielern läuft es etwas besser. Und Bastian Baumgartner ist jetzt neu in unserer Jugendabteilung, ist ein Sechser mit einem brutalen Tempowert. Der wäre aber als Innenverteidiger perfekt. Der hat... Ja, Defensivwert ist so ein bisschen, naja, wenn der bessere Defensivwert hätte, wäre der ein brutaler Innenverteidiger. Aber ja, auch fürs Passen fehlt ihm irgendwie noch so ein bisschen was, um ein guter Mittelfeldspieler zu werden. Aber könnte definitiv was werden. Ich gebe dem jetzt mal hier Abräumer und ja, könnte aber definitiv ein guter Spieler werden. Und einer unserer Jugendscouts ist auch schon wieder zurück, weil wir ja am Anfang nur das Geld hatten, den für 3 Monate wegzuschicken. Der war in der Schweiz. Ich schicke den mal, wir probieren mal was etwas Exotischeres aus. Wir waren bis jetzt nur in Europa. Ich muss mal überlegen, wo schicken wir den hin? Ja, wir schicken den mal nach Japan, würde ich sagen. Da können wir den mal hinschicken. Vielleicht findet der ja da interessante Leute. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Union. Und mal gucken, ob wir jetzt nach dem Sieg gegen Unterhaching im Pokal auch das zweite selbstgespielte Spiel endlich mal wieder gewinnen können. Ein Sieg in der Liga wäre eh ganz gut, so wie es bis jetzt für uns lief. Also, ja, 3 Punkte müssen her. So, und da sind wir auch schon an der alten Försterei, dürfen wir dieses Spiel bestreiten. Man hat es im Trailer schon gesehen, die haben noch einen etwas älteren Trainer bei Union drin. Ich glaube, das daten die auch gar nicht ab bei bestehenden Spielständen. Deswegen ja noch der Fake Urs Fischer drin, mittlerweile Union ja einen anderen Trainer. Und ja, das soll uns aber relativ egal sein, was die in der Realität machen. Wir konzentrieren uns hier nur auf uns und wollen hier mal wieder einen Sieg in der Liga einfahren. Okay, Reh, wir dienen jetzt hier Dorn mit einem Ball, aber der kommt sogar durch, aber der ist nochmal der Nachschuss und auch der wird geblockt. War die erste Chance für uns, aber die Unioner stehen hinten noch gut.
Jetzt kommt die Union nach vorne mit Hollerbach. Oh mein Gott, das hätte auch beinahe hier schon Elfmeter geben können. So wie ich da aus Versehen reingehe. Gibt jetzt hier die Ecke für Union. Ball kommt rein und raus, aber auch wieder nur zu einem Union-Spieler. Jetzt der nächste Ball von denen. Schäfer, der es probiert, aber dann ist da der Keeper. Gibt jetzt die nächste Ecke für Union. Diesmal von der anderen Seite, getreten von Volland. Ball kommt rein, geht raus, aber wieder nur zu einem Union-Spieler. Und dann, also wie wir da zweimal in den Zweikampf reingehen, ist auch ein Witz. Und also das müsste eigentlich Vorteil geben. Den Freistoß hätten die eigentlich nicht verdient gehabt. Und der Ball geht zum Glück daneben. Okay, hier schön durch auf Dorn, der in die Mitte, der kommt nochmal Reiß ran, der sollte eigentlich auf, ja, ich weiß nicht, Kiré oder Gnonto gehen, aber nicht so gespielt werden, wie der kam, aber er wurde dann am Ende nochmal ein bisschen gefährlich, aber trotzdem der Ball nicht drin. So, jetzt hier die nächste Chance für uns mit Grifo, der legt nochmal ab zu Gnonto, der probiert jetzt einfach mal dann der Schuss und dann kann Popa, ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß nicht, haben sie Pope falsch geschrieben oder welcher Torwart soll das sein? Nie von ihm gehört. Ja, der jedenfalls beinahe mit dem Abpraller, aber hat den Ball im Nachfassen dann doch. Und jetzt ist Pause. Ja, dann gehen wir hier mit dem 0 zu 0 in die Halbzeitpause rein. Und ja, bis jetzt beide Teams mit drei Schüssen. Wir mit den etwas gefährlicheren Chancen, aber das 0 zu 0 geht definitiv noch in Ordnung. 0,8 erwartete Tore, wenn man alle sechs Schüsse zusammennimmt. Das ist nicht wirklich viel. Und ja, jetzt mal gucken, wie es hier in Durchgang 2 weitergeht. Und das gibt's jetzt. Machen die hier das Tor. Da kommt die Flanke einmal übers halbe Spielfeld drüber und dann gewinnen wir das Kopfballduell nicht da. Der steht am Mittelkreis, schlägt die Flanke rein und dann er ist Lienhardt nicht am Mann. Und schon ist der Ball drin. Ey, also das gibt's noch nicht mal, dass wir das nicht verteidigt bekommen. So eine Flanke. Und ja, damit jetzt Union vorne. Und jetzt Union mit dem 2 zu 0. Hollerbach erhöht für die Berliner. Eieiei, Mann, ey, das gibt's doch nicht, Mann. In der ersten Halbzeit ja noch relativ chancenarm das Spiel und dann innerhalb von ja, 15 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit machen die hier zwei Tore und sind damit jetzt hier 2-0 vorne. Ey. Was kommen wir hier aber mit? Gnonto dreht sich dann nochmal und macht das 2 zu 1. Ganz wichtig. 66. Minute. Wir sind wieder dran. Nur noch ein Tor Unterschied. Das Unentschieden zumindest ist hier noch drinnen. So, jetzt hier Dorn durch zu Gnonto. Der dreht sich dann nochmal. Ja, da hätte ich vielleicht früher schießen müssen. So, jetzt hier vielleicht die letzte Chance, hier doch noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Gnonto zieht in die Mitte. Also, das muss einfach ein bisschen dynamischer werden. Das kann nicht sein, dass wir ihn wieder so lange brauchen, um uns zu drehen und alles. Also, ja, der hat eigentlich hat er die Werte dafür, ein bisschen schneller zu sein. Ich weiß auch nicht, warum der so lange braucht. So, und jetzt hier vielleicht doch mal der letzte Angriff. Ja, der Ball ist im Außen. Jetzt pfeift der Schiri ab. Dann verlieren wir 2-1 gegen Union. Am Ende war das dann, glaube ich, auch verdient. Ja, Union in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Aber wir eigentlich würden mehr erwarten, Toren. Ja, dass die das zweite machen, ist dann halt auch eigentlich unverdient. Ach Mann, also wirklich, ich kann ja auch nach jedem Spiel, ich glaube, ich muss das gar nicht mehr selbst sagen. Ich nehme das einfach einmal auf und spiele das jedes Mal neu ein, was ich nach dem Spiel sage, weil das ist einfach immer dasselbe. So, jetzt sind wir angekommen beim Spiel gegen Wolfsburg, das DFB-Pokalspiel. Das gibt es natürlich in der nächsten Folge. Ja, die Spieler sind teilweise etwas erschöpft. Wir müssen vielleicht den ein oder anderen Backup-Spieler spielen lassen, aber eigentlich nur Weishaupt und vielleicht noch Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Der Rest sollte eigentlich passen. Zumindest für dieses Spiel. Und ja, dann gegen Dortmund wollte ich eigentlich die Folge anfangen, aber ich glaube, wir spielen doch nicht gegen die. Ich glaube, wir spielen dann gegen Stuttgart noch, weil jetzt kam halt Wolfsburg rein und Stuttgart als Derby spiele ich auf jeden Fall. Dann werden wir St. Pauli und Dortmund simulieren und dann vor dem Gladbach-Spiel die Folge beenden. Bedeutet, es gibt in der nächsten Folge sogar sechs Spiele. Ja, das passt doch auch, glaube ich, ganz gut. Und ja, auf die Tabelle können wir auch noch mal kurz gucken, wobei ich eigentlich will ich die gar nicht sehen. Also sollte jetzt nicht so
berauschend sein. Wir sind auf Platz 13 mittlerweile. Abstand nach oben ist jetzt auch immer größer geworden. Schon 5 Punkte auf Platz 7. Also Champions League, was der Vorstand will, ist eh meiner Meinung nach unrealistisch. Wir müssten irgendwie schauen, dass wir nach Europa kommen. Das ist mein Ziel. Und das, ja, wird immer schwieriger, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Das sollten wir doch schaffen. Vor allem, wenn wir dann im Laufe der Rückrunde, normalerweise ist es ja immer so, dass bei meiner Karriere die Rückrunde besser läuft, weil die Spieler sich auch natürlich noch weiterentwickeln und besser werden. Hoffentlich läuft es dann in der Rückrunde etwas besser. Und ja, ob wir gegen Wolfsburg gewinnen können und dann im Pokal eine Runde weiterkommen können und in der Liga endlich mal wieder Punkte sammeln können, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.